waren einmal sieben Zwerge. Sie lebten in einer Höhle mitten im Wald. Eines Tages, als alle sieben Zwerge Beeren sammeln wollten, verliefen sie sich. Einer der sieben Zwerge kam wieder zurück, in der Hoffnung, die anderen hätten auch zurückgefunden. Aber er hatte kein Glück, sie waren nicht zu Hause. Der Zwerg war sehr traurig und dachte, was kann ich denn machen? Er dachte daran, dass der erste Zwerg immer sagte, gucke nie in diese Kiste, es ist sehr viel Macht drin. Jetzt dachte der Zwerg, soll ich die Kiste öffnen oder nicht? Er entschied, das ist ein Notfall. Er öffnete die Kiste und guckte hinein. Aber als er sah, was drin war, stieg Enttäuschung in ihn hoch. Drin war eine Mütze. Er dachte, jeder von uns hat doch eine Mütze. Er setzte sie auf und sah einen Zettel. Er stand, sage den Ort, wo du hin willst, und du kommst dorthin. Er dachte noch einmal nach und sagte, sechs Zwerge. Ein paar Sekunden später stand er vor allen anderen Zwergen. Die erschraken, als sie ihn sahen. Der erste Zwerg sprach, du hast die Kiste geöffnet. Du hast die magischen Kräfte freigesetzt. Du musst mit dieser Mütze sehr gut umgehen. Es wird die gute Kraft in dir zu einer bösen Macht. Und es könnte in einer Katastrophe enden. Der siebte Zwerg fragte, war es das Richtige, dass ich die Kiste geöffnet habe? Der Zwerg merkte nicht, dass der älteste Zwerg ganz schnell gesprochen hatte. Der aber antwortete, ja, das war's und jetzt verschwindet, die Hexe wird bald da sein. Welche Hexe? Fragte der Zwerg. Der andere Zwerg antwortete, die uns gefangen hat. Der andere Zwerg sagte, hinter die Mauer. Und da war er. Der Zwerg sah schon ein paar Sekunden später die Hexe kommen. Sie fragte die sieben Zwerge, kam der siebte Zwerg schon? Nein, antworten die Zwerge. Aber die Magierin wusste ihren Plan. Hinter der Mauer ist er, oder? Fragt die Hexe in einem gruseligen Ton. Die Zwerge waren überrascht. Woher wusste sie ihren Plan? Der siebte Zwerg aber sagte, Hexe! Und er stand vor der Hexe. Die Hexe lachte und sagte, jetzt habe ich euch alle! Die Hexe sperrte ihn mit in den Käfig und ging mit dem Käfig mitten in den Wald. Sie stellte den Käfig ab und der Zwerg mit der Mütze sagte zu allen anderen Zwergen, nehmt mich alle an die Hand. Das taten sie und der Zwerg sagte, Hexe! Als die Hexe sah, dass die Zwerge frei waren, wurde sie sehr wütend. Und der Zwerg sagte, Hexenhut! Und sie alle waren auf dem Hexenhut. Er sprach wieder, aber dieses Mal sagte er, Zwergenhöhle. Und sie alle waren mit der Hexe in der Zwergenhöhle. Sie sperrten die Hexe in die Kiste, wo die Mütze drin war. Und sie lebten alle glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und wenn der siebte Zwerg mal Beeren sammeln wollte, sagte er, Beeren. Und er stand vor einem Beerenbusch.